So, hallo, wir machen weiter bei iWannaMaker. Heute wieder das gleiche wie die letzten Male. Wir gehen durch Eriks Level und werden einfach ganz fix schauen, was er weiter alles Tolles gebaut hat. Mittlerweile weiß ich, wie das funktioniert. Sehr schön. Zack, dann hier zack. Und dann runterscrollen, bis wir an dem Punkt sind, wo ich noch nicht gespielt habe. Beziehungsweise ich könnte wahrscheinlich auch einfach Played No machen und bin ganz oben automatisch. Das ergäbe wahrscheinlich auch Sinn, ne? Okay, dann haben wir hier 3:28 am. I don't know oder so. Okay, gehen wir rein. 5-mal Geld. Okay, ich muss 5 Münzen wahrscheinlich sammeln. Oh. Ja, tschüss, ne? Okay, wir sammeln kein Geld. Tschüss, Flagge. Okay, wir gehen wohl wieder zurück. Dann gehen wir wieder zurück. Ich finde interessant, wie es sagt, no music, aber es spielt ja doch Musik. Also so ein Trommel im Hintergrund. Donk. Gut, Musik ist was an... Oh, okay. Ja, aber jetzt ist ja hier wieder... Feierabend. Soll ich nochmal zurück? Soll ich hier... Also hier komme ich nicht. Der ist jetzt darüber und das war's erstmal für mich. Oh, ne. Ich komme da hoch. Huch. Da habe ich mich kurz ein bisschen vertan hier. Das sind meine 5 Münzen. Jetzt ist nur die Frage, sind das wirklich die 5 Münzen, die ich will? Okay. Wir gehen vorsichtig zu. Ich hab das gesehen. Ich hab das genau gesehen. Auch wenn es ganz kurz war. Ich hab das genau gesehen. Oh, der Stein ist weg. Okay, aber die kommen nicht wieder. Hm. Aber der Stein ist weg. Das ist creepy. Wir gehen vorsichtig wieder zurück. Okay. Kommst du einfach zu mir? Ja. Okay. Schade. Das wäre auch zu einfach gewesen. Okay. Neuer Versuch. Ah, sehr schön. Hat da jemand wirklich einen guten Rekord aufgestellt? Hat das jemand 1,5162? 51,62 klingt so lang. Ich meine, ich muss hier rein, zurück. Ah, nee, ich muss erst die Münze triggern. Okay. Also Münze triggern. Sobald die Münze getriggert ist, zurück. Fahne triggern, raus. Jetzt ist hier offen. Die Münze zieht hier immer noch nach oben weg, das ist okay. Dann geht dieses Ding hier rüber. Dann gehe ich hier. Hä, wieso? Hä, irgend... Habe ich irgendwas verpasst, dass ich... Hä, genau, das ist, vorhin war es ja auch so, dass ich da nicht hoch... Wann ist denn der runtergegangen? Ist der einfach eins runter mit der Zeit? Habe ich irgendwas getan, dass der runtergeht? Siehst du, ich habe es nämlich doch noch nicht richtig verstanden, lul.
Ich komme nämlich. Ja, ich komme nämlich doch nicht hoch. Das war das. Ich kam mir vorhin dumm vor, als ich plötzlich hochgekommen bin. Aber irgendwas habe ich anders gemacht. Hä, was habe ich gemacht, dass der runtergefahren ist? Ich nochmal zurückgelaufen? Hä? Jetzt ist einfach. Ah, und dann kam ich hoch. Okay. Nee, dann ist die 52 schon eine ganz gute Zeit. Alles klar. So. 10 Sekunden klingt eigentlich auch nach was, was man spielen kann. Hold R, okay. Ach, das ist. Ja, logisch. Hold R ist in mein Auto-Level. Jo, wie hat das jemand in 10 Sekunden geschafft? Okay. Moment. Das probieren wir nochmal. Oh, meine Maus ist im. Sorry. Wo kann ich abkürzen? Ach so. Ja, aber trotzdem 10 Sekunden. Da muss man noch irgendwo abkürzen können. Hat er noch irgendeinen Sprung anders gemacht? Oh, interesting. I see. Interesting. Was alles so möglich ist, wenn man sich seinen eigenen Weg baut. So. Das ist ein Icon-Level. Das ist wieder ein richtiges Level. Freezing Seashore. Let's go. Ach so. Klar, Wasser ist tödlich. Oh, geht das unter? Nee, okay, es schwimmt einfach nur. Tut das Wasser da weh? Ah, schade. Ich habe gehofft, es ist einfach nur Deko. Es war leider nicht nur Deko. Okay, da muss ich da ein bisschen aufpassen. Aber ich muss sagen, ich mag so Adventure-Level. Fast ein bisschen mehr wie einfach so Raumlevel nenne ich es jetzt mal. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Oh, ach, das war, das ist da, ich dachte, das ist Hintergrund. Also ich dachte nicht, dass das Hintergrund ist, genau andersrum. Na? Weil die fühlen sich so an, als ob man wirklich, ja, irgendwie eine Art Geschichte. Ja gut, deswegen ist es ja Adventure. Deswegen ist es ja Adventure. Also das hat ja zu Recht diesen Tag. Ja, ich sehe, das ist Hintergrund. Ich dachte, ich muss da drauf landen und habe mich schon gefragt, wie ich zu dem Checkpoint dann kommen soll. Doof. Ja, das ist ja nicht schraffiert. Hätte ich mal genauer hingucken können. Hätte ich mal genauer hinschauen können. So. Hops, hops, hops. Zu doof für den Anfang. Ich bin zu doof. Für den Anfang. So. Hopp, hopp, hopp. Jetzt einfach hier rein. Sehr schön. Na, aber das hat so, dass man halt wirklich. Dass es irgendwo mir Sinn ergibt, hier lang zu laufen. Ich will gar nicht sagen, dass so andere Level einfach. Nee, also, ne, also ich, ist es egal. Ich. Es ist eigentlich alles schön. Oh, das ist interessant. Ja, okay, das hat einen sehr interessanten Effekt, dadurch, dass es so hoch und runter schwebt. Okay.
Nein, 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 nein. Vielleicht liegt es auch daran, weil man... Weil man solche Level eher seltener in der freien Wildbahn gesehen hat, sondern eben mehr solche einfach nur... Ja, du hast so eine Challenge. Spiel die Challenge-Räume. Ah, so hat es schon was. Oh mein Gott, ich habe nicht nachgedacht. Was ist eigentlich hier? Kann man hier irgendwas machen? Nur zurück, okay. Nein, ich habe nicht, ich kann nicht. Ich kam nicht hoch genug. Na komm jetzt. Die Stelle ist doch nicht so schwer. Ich werde mich doch jetzt hier nicht furchtbar anstellen. So, na bitte, es geht doch. Haben wir es doch schon? Nein, jetzt bin ich in der Stachel gerenkt. Ach, komm schon. Das war unnötig. Völlig unnötiger Tod. So, ja, es ist eigentlich ganz einfach. Ich bin in der gleichen Stachel, Mann. Ich will nicht in der gleichen Stachel landen. So, es geht gleich weiter. Sekunde, ich muss ganz kurz was drücken. So. Oh, das war zu bald. Da bin ich ein bisschen zu bald losgelaufen. So, jetzt aber hier hoch und dann geht der hoch. Ja, wenn man den Rhythmus drin hat. Das easy going. Wo ist der nächste Checkpoint? Hier noch nicht. Jetzt muss ich auf die Wellen aufpassen. Aber hier sind die Wellen jetzt zum Glück immer gleich. Das heißt, ich kann einfach nach der loslaufen und hier hoch. Ah, hier ist der nächste Checkpoint. Ja, easy. Was ist das denn jetzt? Okay, da oben ist das Ziel. Ah, ist ja gar nicht so schlimm. Ist ja gar nicht so schlimm. Ich dachte, das ist schlimmer hier durch dieses Wellenwasser-Ding. Das ist gar nicht so schlimm. Das kann man machen. Das kann man machen. Alles gut. Es ist gar nicht so schlimm. Ist gar nicht so schlimm. Ich muss es nur oft genug zu mir selber sagen, dass ich es gar nicht so schlimm finde. Ja, es ist gar kein Problem. Wir kriegen das hin. Gar kein Problem. Alles gut. Eine sehr einfache Stelle ist das. Ich komme auch ganz unproblematisch. Komme ich auch hier oben. Ganz unproblematisch komme ich auch hier oben rein. Ja, okay, noch nicht. Ah, jetzt komme ich gleich ganz unproblematisch hier oben rein. Jawohl. Haben wir das doch schon mal geklärt. Jetzt ist es doch nicht mehr viel. Oh, ich dachte, ich kann da stehen. Ich habe manchmal einfach diesen Eindruck, dass dieses Weiße fest ist. Weiß nicht, warum. Es ergibt keinen Sinn, weil es ist nicht schraffiert. Alles, was schraffiert ist, ist fest. Alles, was nicht schraffiert ist, ist fest. Also das kann man ja eigentlich leicht unterscheiden. So. Ich halte mich hier viel länger auf, als ich müsste. Die Musik ist aber auch so entspannend einfach. So. Nein! Wo sind wir eigentlich? Also es sind Schiffe, es ist eisig. Wir sind am Ende der Welt. Nein! Ja. Hier endet einfach unsere Erdscheibe. Ach ja. So.
Eigentlich ist nicht das Wasser das Problem, sondern diese Stachel da am Ende. Die ist nervig. So, jetzt. Jetzt! So. Jetzt kann ich da aber ganz normal durchspringen. Jawohl. Und dann hier hin. Dann hier rüber. Und dann ist alles... Och, meine Nerven. Alles gut, bin ich gerade erschrocken. Eieieiei. So, Watch Record. Wie spielst du das? Hast du irgendwas anders gemacht? Gibt es irgendwo eine Abkürzung, die ich nicht gesehen habe? Du rennst wahrscheinlich einfach durch, ne? Oh, er holt sogar... Oh, er holt sogar mal den Checkpoint. Schau mal einer, guck. Wait, hat Erik selbst den Rekord? Wait, what? Gucke ich wirklich gerade den Rekord an? Habe ich den Rekord geguckt oder den Ersteller-Dings? Ich habe den Rekord geguckt. Kann man selbst den Rekord? Ah, scheinbar kann man. Interesting. Okay. Owner of the Dimmsdale irgendwas. Kann man leider nicht lesen, weil die Hand im Weg ist. 10 Sekunden Rekord. Ja, das sollte doch machbar sein. Oh, okay. Okay, also ich muss oben drüber kommen. Ja, das habe ich gut gemacht. Ach, du grüne Neune. Hä, wie komme ich an den anderen daran? Hä? What? Ich darf den... Ach, ich darf den an... Ja, ich glaube, ich weiß wie. Ja, so fast. Oha. Oh, in sowas bin ich ja gar nicht gut. Wie man vielleicht sieht. Reicht einfach noch nicht. Nein! Jetzt habe ich den Lauf. Jetzt bin ich im Lauf drin. Nein! Scheiße. Aber die kommen wieder. Ich brauche es ja gar nicht neu starten. Habe ich vergessen. Nein! Oh Gott! Ja! Yes! Das war satisfying. Ei. Gut. Gut, dass wir das geklärt haben. Boss Avoidance und Gimmick Centric. Kiddu, also Tohu-Anspielung. Und er hat selber wieder den Rekord mit 38 Sekunden. What the? Ich bin die Bäre. Ah, ich kann schießen. Aber wieso kann ich nicht runter? Ich muss in der Mitte. Okay, ich muss in der Mitte sein. Aber immerhin kann ich meine Viecher, also kann ich die Viecher loswerden.
Da muss ich im Prinzip nur auf eine Seite achten. Die 38 Sekunden sollte doch machbar sein. Oh, die müssen weg, die müssen weg. Oh, ich darf da nicht hin. Oh, kann ich die loswerden? Nein, die kann ich nicht. Ach, da ist das Ziel schon. Ja, okay, das war ja einfach. Okay. Okay. Cool. Ich wollte gerade sagen, kann man da eigentlich auch nicht den Rekord schaffen, weil man landet ja automatisch da drin. Okay, dann ist hier klar, dass jeder hat den Rekord. Jeder ist ein Rekordinhaber, Halter, wie auch immer. Heaven be with you. Schauen wir mal, ob der Himmel mit mir ist oder gegen mich. Oh, okay, cool. Die überall. Dann wird es hier ein bisschen... Ach so. Okay, ich verstehe das. Das nur der normale, ne? Okay. Uiuiui, das ist ein knapper Sprung. Ah, easy. Okay, da ist nichts. Da ist chill. Geht das bis hier rüber, das Gewitter? Nein. Ah, hier ist gar kein Sprung mehr. Hier ist sehr angenehm. Ach, dann haben wir es ja schon. Ja, cool. Schönes Level. Die Gewitterwolken waren lustig, ne? Mit den Bären, die rauskommen, den gelben. Hat was. Kurz Rekord gucken, ob wir irgendwas hätten anders machen können. Ah, sieht man aber nichts. So. Ja, natürlich da ganz schnell an dem Ding vorbei, aber ansonsten ist der Weg... Ja, ist ganz normal der Weg. Okay, alles klar. Ah, cool. Okay. I see. So, dann habe ich noch das hier für Sie. Und zwar hatte der Erik Trials gebaut. 48,92. Schauen Sie sich das mal an. Das sieht tatsächlich schon mal jetzt cool aus. Ich mag die... Ach, das war das Ding. Ach du Schande. Also durch den Stachel darf ich durch, ne? Aber ich darf nicht in der Stachel landen. Aber so irgendwie muss es gehen. Ich musste da nochmal springen, dass ich rechtzeitig... Wie mache ich das denn? Wie überlebe ich denn da unten? Okay, doch, es geht seitlich. Ach, da tut. Ich habe die Stachel nicht wahrgenommen. Ah, jetzt verstehe ich den Levelnamen. Es werden verschiedene von den Dingern getestet. Da oben kommt dann nämlich gleich der Teleport. Ah, das ist cool. Das ist ein cooles Tutorial-Level. Deswegen heißt es auch Trials. Wobei Trials ja eher Übungen. Übungen kann man das schon. Ja. Nice. Fühl ich. So. Ah, zu langsam reagiert. Das könnte dann allerdings das letzte Level für dieses Level werden. Ich glaube, da sitzen wir jetzt noch. Eine Weile.
nicht hoch genug gewesen. Nein! Wenn halt die Taste reagieren würde. Meine arme Umschalttaste. Die leidet ganz schön, wenn ich dieses Spiel spiele. So, jetzt. Also, auf geht's. Ach, ich kann ja den hier machen, ne? Ah, soll ich auch? Ah, ich hab's verstanden. Ich muss das gar nicht mit einem Sprung machen. Ich kann das easy... Ich schaffe es jedes Mal. Ich will da noch zurückgehen, weil ich denke, ich muss noch runterfallen. Muss ich aber gar nicht. Ich sterbe nicht vorher. Ich lande direkt oben. Das passt genau. Es ist genau ausgemessen. Ja, easy. Geht das? Ja! Nein, es geht. Okay. In der Theorie haben wir die untere Stage geschafft. Ah, jetzt hat es nicht gereicht. Wir müssen es nur noch schaffen. War wieder nicht hoch genug. So, sehr schön. Nice. Nice. So. Shish. Ah, ich verstehe. Ja, so ungefähr. Nee, das nicht. Ich muss nochmal den anderen Weg dann zurück. Also hier unten. Da bin ich sehr gespannt, ob der Weltrekord anders geht. Aber ich denke, ich muss. Ja, doch, ich muss so. Ja. So, und jetzt muss ich den. Na, ich dachte, ich komme von hier aus direkt. Aber da komme ich nicht ran, weil da stirbt man. Muss mir den auf andere Art und Weise holen. Ah, ich könnte trotzdem... Okay, ich kann beides machen. Was ist komfortabler? Ich glaube so. Und dann nochmal da dagegen schießen. Dann habe ich nochmal den Sprung zur Verfügung, ne? Oder das reicht, glaube ich, sogar. Wenn ich das gut mache... Dann reicht es. Ich darf nur nicht den Kopf stoßen. So ein bisschen später und dann komme ich da. Müsste das funktionieren. Probieren wir aus. Das war kompletter Schwachsinn. Ja. Das ist so viel einfacher. Okay. Ah, wie komme ich da durch? Okay, aber das funktioniert. Das funktioniert schon mal. Okay. Nicht ganz. So. Das macht der Weltrekord sicherlich aus. Ach. Renko97 hat den Rekord. Mit 48 Sekunden. Der ist auch da einfach durchspaziert. Nein, das hat nicht gereicht.
Okay, so, wie geht's jetzt hier weiter? Eigentlich genau wie vorhin. Ich kann hier hin und dann kann ich... Das war's eigentlich fast. Ich muss da nur noch... Also ich mache eigentlich genau das gleiche wie vorhin. Ich mache genau so einen Sprung wie gerade, nur halt richtig. Aber auch einfach dann darüber. Oh, den darf ich dann nicht versauen. Oh, nee. Den da. Oder ich mache einfach... Ich glaube, ich kann einfach... Kann ich den zweimal machen und lande dann automatisch drüben? Das könnte auch funktionieren. Nicht sicher, though. Ah, jetzt versaue ich den öfter, weil jetzt bin ich wieder, jetzt bin ich wieder in diesem Modus. Ja, genau so. Ach, jetzt komme ich doch wieder nicht durch. Nein, hat nicht gereicht. Sehr gut. Yes! Okay, so kann ich das einfach zweimal machen? Like. Ach, ich muss dafür stehen bleiben. Okay, dann muss ich den Sprung schon so machen, wie gedacht. So nämlich. Also, ne, genau das muss ich einfach nochmal machen. Und wenn wir da dann sind, dann haben wir es geschafft. Dann muss ich nur hier und dann darüber und das war's. Also, der nächste Teil ist dann richtig easy. Wenn ich da durch bin, dann ist es easy. Das ist der einzige Sprung, den ich noch schaffen muss. Ungefähr von da aus darüber. So wie jetzt gerade eben. Einfach das Gleiche nochmal machen. Einfach das Gleiche nochmal machen. Eigentlich echt einfach. Come on! Don't do me like this! So. Ja, nein! Ich dachte, ich schaff's. Ich hätte schwören können, dass der funktioniert, der Sprung. Wieso hat der nicht funktioniert? Wieso hat der Sprung nicht funktioniert? Man weiß ja auch nicht, wie lang das Level noch ist, ne? Also bei 50 Sekunden Rekord muss schon noch einiges kommen. Da oben mal schneller durchkämen kommen würde. Das wäre cool. Hier mal schneller durch. Maschallah wäre das cool. So, keine Ahnung, ob man das in dem Zusammenhang sagen kann. Wahrscheinlich nicht. So. Zack. Okay. Mann, hüpf doch einfach nochmal. Ich frage mich, ob man da mit einem Sprung oben durchkommen würde, ob das einfacher ist. Aber der Doppelsprung, den ich da mache, ist eigentlich schon bisher... Mann, das ist immer so... Ja. So. Fuck.
So, es ist doch nicht so schlimm. So, jetzt muss nur dieser dumme Sprung sitzen. Jetzt muss ich oben wieder durch. Ich will da oben nicht wieder durch. Nein! Weil jedes Mal, wenn ich an dem Sprung sterbe, bedeutet das, ich kann den noch nicht gut genug. Und das bedeutet, dass ich ihn ja nachher auch nicht nochmal schaffe. Ah! Mach den noch viel zu oft falsch. So. Dabei ist der eigentlich echt einfach. Nein! Wieso? Wieso habe ich den jetzt nicht gerade so gemacht? Mano! Gemein. Ich überlege gerade, ob ich den nicht ganz anders, aber das ist wieder eine ganz riskante Geschichte, was ich da mir gerade überlege. Nee, das geht glaube ich nicht. So. Nee, das ist... Vor allem nach dem Porten hat man nicht nochmal einen Sprung übrig, ne? Ich kann nur einmal, also ich kann halt nur, also, ne? Mist! Mist, 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 Mist! Ich habe wieder meine Stelle gefunden, an der ich 10 Minuten lang sitze. Oder länger. Open End. Ist einfach Open End. Ich entscheide, wann es hier weitergeht. Und sonst keiner? Hüpf doch einfach. Gut. So. Können wir es jetzt bitte schaffen? Ich muss doch nur das gleiche wie da machen. Wieso kriege ich das nicht hin? Es ist doch nichts anderes. Wieso ramme ich denn immer zuerst den Kristall? Das wäre es gewesen. Schon. Wir machen hier keinen Stundenpart draus wegen dem Level. Nein, nein, nein. Wir sind schon bei 40 Minuten. Ich habe dieses Level aber auch erst bei 25 angefangen. Dachte, das wird schon nicht so schlimm sein. Ich habe mich getäuscht. Es ist schwierig. Come on!
doch nicht. Ich mach doch nichts anderes. Wieso klappt denn das mal und mal nicht? Das musste ja auch noch irgendwann passieren. Ey, wieso... Wieso haut denn dieser Sprung danach nicht so gut hin wie hier? Hier klappt es doch auch, dass ich einen Doppelsprung ansetze und rüber ziehe. Ist da irgendeine andere Voraussetzung nach dem Teleport? Nein! Das war so knapp wieder! Manu! Ich muss es nur hier hinschaffen. Wenn ich dann hier bin, ist alles gut. Weil ich dann da bin. Ja! Jetzt ist alles gut. Weil ich hier bin. Das hat viel zu lange gedauert. So. Jetzt können wir dreifach springen. Ah ja. Wir können dreifach springen und wir müssen dreifach springen. Oh Junge. Okay. Nein. Wir kommen hier echt viele Checkpoints. Junge, 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 Junge. Das hier. Junge. Das hier ohne Checkpoints wäre auch insane. Okay, okay, okay. Was ist das denn? Ein hässlicher, oh Gott, das ist ja ein richtig hässlicher Sprung. Oh Gott! Oh Gott, ich will das nicht nochmal machen. Oh nein. Oh Hilfe, ich will das nicht nochmal machen. Nein! Oh Schande. Oh Gott, ich... Oh, nee. Uff. Ah, scheiße. Boah, durch die Stachel da... Ja, genau, das wird hier... Also durch die Stachel... Oh Gott. Ja, das ist nämlich das Ding. Das ist... Ja, okay. Oh, fuck my life. Oh, Junge. Uff. Ja, 2,5 Sterne. Das sind 2,5 Sterne. Ah, dann hier. Nein, jetzt bin ich ungeduldig, weil wir schon 45 Minuten in der Zeit sind. Aber ich bin erst 20 Minuten in dem Level.
Aber der Part wird länger. Mein Gut, der kommt an einem Samstag. Und an einem Samstag habt ihr theoretisch wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit. Nein! Ja, jetzt kann ich's ja. Jetzt komme ich gar nicht mehr, oder? Jetzt kann ich's knicken. Ja, scheiße. Ich weiß, warum die Sterne hier sind, dass man den goldenen Stern nicht speichern kann. Deswegen sind die Sterne hier. Dass man den goldenen Stern nicht speichern kann. Oh. Gott, das ist Präzision, sein Urgroßvater. Yes! So. Nein! Ich hätte nur noch einmal sprechen müssen! Ah, ich habe vergessen, dass ich noch nicht dreifach. Ich wollte einen Dreifachsprung machen. Geht natürlich noch nicht. Gerade völlig geistesabwesend. Ich habe ewig nichts gesagt. Ah, Mann. Ich war gerade komplett in Gedanken. Es war ganz woanders. So. Scheiße. Was kommt da oben eigentlich? Oh, alles krasses. Hilfe. Ich will das nicht. Aber das Ding ist, ich behalte den Dreifachsprung. Das heißt, der nächste Teil ist auf jeden Fall auch nochmal der Dreifachsprung. Oh, Junge. Ich fürchte, ich muss das abbrechen. Ich werde das nicht in der nächsten Zeit schaffen. Wir müssen da später noch mal rein. Hm.
Mein, ich denke, ich komme relativ schnell von unten wieder hier hoch. Weiß jetzt ja, wie es geht. Und wird das im nächsten Part nochmal versuchen, weil... Das wird mir jetzt ein bisschen zu lang, ehrlich gesagt. Ich weiß halt nicht, wie weit es noch ist. Was noch alles kommt. Ob dann nach dem nächsten Checkpoint das Ziel kommt oder nicht. Na, man weiß es nicht. Oh je. Aber ich bin gerade so unkonzentriert. Habe ich gerade gemerkt, als ich diese komplette Gedankenphase gerade hatte, wo ich einfach weiter gespielt habe, aber an was völlig anderes gedacht habe und gar nichts mehr geredet habe. Da war ich gerade komplett in einem eigenen Film. Okay, wir sind nochmal hier. Sind nochmal hier. Ah, der war schlecht. Der war richtig schlecht. LOL! Was war das denn für ein Sprung? Okay, wir machen noch bis zur Stunde und wenn die Stunde voll ist, hören wir auf. Wo muss ich jetzt? Okay. Es war so klar. Es war so klar, dass ich es noch nicht schaffe. Es war so klar, dass ich es noch nicht schaffe. Mann. Ich hätte es haben können. Ich wollte es noch nicht. Ich will noch öfter hier oben sterben. Direkt nach dem Stern, an der Stachel sterbe ich am liebsten. Meine Lieblingsstachel. Muss nach jeder Stachel komische Geräusche machen. Komische Geräusche. Deutschland sucht das merkwürdigste Geräusch. Mann, ich will da oben nicht. Ich sterbe so oft nach diesem dummen Stern an der Stelle hier. Das ist. Das muss doch irgendwie einfacher gehen. Ich sterbe da so oft. Junge! Nix ist gut! Mann! Ah!
1 in den Chat, wenn ihr euch gerade erschrocken habt. War aber keine Absicht. Bin nur gerade eingefallen, dass es vielleicht etwas scary sein könnte, wenn ich ganz leise bin und plötzlich laut werde. Aber es war tatsächlich keine Absicht, dass es tut mir leid, sollte es passiert sein. Ich bin nur verzweifelt. Mann, ich steppe immer an dem Anfang da. Ich komme ja nicht mal weiter, um zu den Rest... Mann. Nein! Wir machen das im nächsten Part nochmal. Da sehe ich mich jetzt schon. Dann auch mit mehr Motivation. Ich denke, ich werde wirklich recht schnell von unten hochkommen. Ich denke nicht, dass ich nochmal so lang brauchen werde. Und dann werden wir uns hier mit ein bisschen mehr auseinandersetzen können. Dann bin ich auch ruhiger. Aber das jetzt, es ist einfach, ich meine, schaut euch die Partlänge an und ihr wisst, je länger ein Part wird, umso nervöser werde ich. Weil es halt klar ist, je länger ein Part ist, umso weniger guckt man sich den noch an. Verstehe ich auch. Und dann nimmt man es aber praktisch umsonst auf, wenn es keiner anschaut. Es geht dabei nicht um Fuse oder so, das ist mir völlig wurscht. Aber wenn jemand das nicht anschaut, was ich aufnehme, so, dann brauche ich es nicht aufnehmen. dann sitze ich hier praktisch so komplett für nix. Und das ist dann auch Schwachsinn. Nee, es wird vor allem, selbst wenn ich es schaffe, es kommt ja noch mehr danach. Nee, sorry. An der Stelle muss ich abbrechen. Wir machen es bis beim nächsten Mal nochmal. Ist ein schönes Level. Absolut. Aber wir müssen da beim nächsten Mal nochmal rein. So wird es nichts. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.